Heutzutage, ihr Lieben, ist es ja doch schwer, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Aber wofür sind wir denn da? Wir helfen gern. Barbara, du suchst doch bestimmt noch immer dein Herzblatt. Ja, ja? Hat nie ausgesucht. Nie ausgesucht. Nimm doch den Kopfhörer, setzen die auf und setz dich mit dem Rücken zu uns vielleicht auf den ersten Hocker. Denn Barbara soll ja nicht erfahren, wer ihre Herzblätter sind. Das soll sie uns ja erst... Geht's denn noch? Oh nein, jetzt macht ihr bloß nicht hinter diesem Sofa fest. Passt auf. Ich verteile jetzt mal eure Rollen für dieses Herzblatt. Und zwar setzt ihr euch in der Reihenfolge, wie ich es euch jetzt sage, neben Barbara, Hennes. Ja. Du bist Herbert Grönemeyer nach einer Wurzelbehandlung. Schön, ja. Kannst du dir was drunter vorstellen? Wollte ich schon immer mal machen. So ist recht. Paul, du hörst mir jetzt ganz konzentriert zu, ohne A bis Z, aber du bist Vorsitzender einer Bürgerwehr gegen Dating-Shows. Das ist eine Dating-Show jetzt, aha, das nächste Spiel, ja? Du bist dagegen, gut. Mirja, du bist die Besitzerin einer Pommesbude, die gleich Feierabend macht. Ja, wie in echt. So. Ja. Habt ihr eine Vergangenheit zusammen oder so? So, mein Engel, jetzt bist du wieder bei uns. Ist heute für alles gesorgt. Okay. Jede Orientierung wird heute bedacht. Setzt euch vielleicht schon mal auf eure kleinen Hocker. Es ist also alles im Angebot. Und such dir deine Herzblätter jetzt mal, guck sie dir genau an und sag mir danach, wer sie sind und vor allem, wen du mit in deinen Hubschrauber nimmst. Okay. Gell? Ja. Hallo, Kandidat Nummer 1. Ich habe mir etwas Neues zum Anziehen gekauft, was du ganz schrecklich findest. Wie bringst du mir bei, dass es nicht gut ist? Oh, ich würde dir das sagen, ich kann es nur nicht, weil Oma 3 tut total weh. Ich kann nicht sprechen, irgendwie alles, du siehst scheiße aus. Kandidat Nummer 2, wie reagierst du auf mein neues? Ja, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Man muss sich mal überlegen, was hier abläuft. Ich will das nicht. Ich muss doch kommen. Wer von euch ist noch dabei? Wer ist noch dabei, Freunde? Da komm hin, du. Ja, Freundchen, wie heißt du? Richtig. Noch einer. Ha, jetzt sind wir schon 2. Es werden mehr, Fräulein. Zieh dich warm an. Gut, ich habe verstanden. Kandidat Nummer 3, wie bringst du mir bei, dass es dir nicht gefällt, was ich mir gekauft habe? Ich bin eine Kandidatin, ne? Entschuldigung. Und ich tue dir einfach eine Schürze drüber, aber schnell, 10 Minuten ist Feierabend. Kandidat Nummer 1, ich wünsche mir dringend ein Kind, du nicht. Wie redest du es mir aus? Oh, ich sag dir schon seit Stunden, es tut gleichmäßig weh. Kinder machen nur Ärger. Kinder sollen keine Macht haben und sollen vor allem mir nicht auf die Wurzel gehen. Es ist einfach schmerzhaft und... Oh, kann nicht mehr. Lass die Kinder weg von mir. Kandidat Nummer 2, wie redest du mir unser gemeinsames Kind aus? Ja, Unterschriften sammeln, erstmal. Also im Freundeskreis auch. Ich finde das nicht gut, ich finde das nicht gut, ehrlich nicht, ne? Du könntest ja auch mal unterschreiben. Mit deinem scheiß Flugzeug im Bauch. Nützt ja auch nichts, ja. Ich hab Hubschrauber im Darm. Kandidatin Nummer 3. Wir wollen ein Kind adoptieren. Ah. Also ich, wie bist du praktisch dagegen? Ich esse erstmal eine Wurst. Currywurst! Ja, eine Currywurst. Und dann denke ich schon mal drüber nach und komme zu dem Schluss, dass ich jetzt auch mal langsam das Fritten wegräumen muss.
Ich hab jetzt gleich hier, wie gesagt, ne? Ich bin noch ein bisschen am letzten Stück jetzt. Alles vorbei. Gut. Wir brechen hier ab. Nee. Wir auch. Komm, wir brechen hier ab. Wir brechen ab. Ich hab noch eine letzte Frage. Wir fliegen gemeinsam mit dem Herbstblatt-Hubschrauber in Urlaub. Wo möchtest du mit mir in die Flitterwochen? Die fünf besten möchte ich mit dir. Überall. Zeig dir. Wer? Oh! Wenn man. Oh! Wenn man Schmerz abklingt, dann. Oh! Zeig ich dir mein Revier. Wer wird schon in Düsseldorf? Will doch keiner hin. Oh! Oh! Kandidat Nummer zwei. Wo fliegen wir beide gemeinsam hin? Ich will nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier mache. Wir sagen ab, wo ist die Kamera? Welche Kamera ist an? Komm, mach aus. Mach aus. Komm, raus. Licht aus. Komm, wir gehen. Wir gehen. Ich gehe. Ich bin raus. Könnt mich am Arsch lecken. Und nochmal, Kandidatin Nummer drei, wo geht's mit uns beiden hin? Ich muss kurz überlegen. Und kommen wir vor Land wegen Pommes-Spezial und Frikandel-Spezial. Ne? Die können das sind ja die Einzigen, die das auch können. Aber ich muss, wie gesagt, auch gleich los. Gut, dann möchte ich jetzt mal auflösen. Also, der Herr Pander, der schon weg ist. Wenn du noch einmal Panther sagst, Panzer. Dann kriegst du dermaßen eine vor die Rübe, Fräulein. Also, der schon ausgeschieden ist, der, wo ein richtig schlecht gelaunter Moderator einer Abstimmungsspielshow... Nee, nicht. Mann, Frau Schöneberger. Der hat aber immer abgestimmt. Und warst du von der Gewerkschaft? Nee, aber er gehört schon einer Initiative an. Nee, du stehst ja. Für was. Ah, du stehst für etwas gegen Fernsehen etwas. Fernsehen ist schlecht. Ja. Nicht das Fernsehen im Ganzen, aber spezielle Sendungen, würde ich sagen. Hey, weg mit Herzblatt. Konzentrier dich doch mal. Weg mit Herzblatt. Ja? Weg mit ja, genau. Hera Lind. Ja. Auf das! Ja! Paul ist der Vorsitzende einer Bürgerwehr gegen Dating-Shows. Also du warst ganz nah dran. Finde ich gut. Ich schließe mich an. Ich unterschreibe gleich. Ich löse noch auf. Neben mir sitzt Herr Krönemeyer mit einer Wurzelbehandlung. Ja! Und nun zu dir, mein Herzblatt. Ich habe mir immer schon eine Imbissbudenbesitzerin, eine schlecht gelaunte Imbissbudenbesitzerin gewünscht. Und wir zwei beten, wir könnten so richtig schön frikandeln und so weiter, uns richtig reinschieben. Gegenseitig. Richtig. Wir machen eine kleine Pause, sehen uns gleich wieder. Und Sie sehen viele bunte Produkte. Viel Spaß bis gleich.